willkommen in einem Video. Ich bin Fehler Philipp und das hier ist mein 7. Video auf meinem Kanal Philipp Channel. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir gerade woanders sind. Wir sind nämlich gerade in meinem Zimmer, der Scheuergrotte. Und irgendwann wollte ich auch noch eine Roomtour machen, aber jetzt noch nicht, weil da sind noch einige Sachen, die wir noch nicht angeschafft haben. Ja, aber jetzt zeige ich erstmal das, was ich euch heute zeigen wollte. Also, ich habe einmal ein paar neue Karten und die sind nämlich von der neuen Serie XY Turbo Start. Dann habe ich auch noch eine Box, eine Latios Box, die ich heute aufmachen wollte. Und drei neue Karten von Ewiger Anfang, weil ihr könnt euch ja noch ans letzte Video erinnern. Da habe ich nämlich mit Matthew die Rayquaza Box aufgemacht und für die zwei Booster, die ich ihm gegeben habe, da hat er mir drei Rare-Karten gegeben. Ich zeige euch die mal eben. Ach ja, hier, Entei ist das einmal. Seht ihr? Entei. Ihr könnt euch ja bestimmt auch noch erinnern, weil er hat die sogar ausgepackt. Und die Garros ist hier auch, die Garros Reverse. Und dann noch eine Regirock, die war irgendwo weiter hinten. Hier, seht ihr? Eine Regirock. Okay, dann zeige ich euch mal ein paar Karten von Turbo Start. Seht mal, da haben wir Tragrosso. Hippopotas. Feurige. Goldini. Starmie Reverse. Plyprin. Kilia. Vorbestellte Fahrkarte. Hier ist nur ein Code. Dann haben wir Staralili, Igamaro, Flegneul, Geronimatz, Uha Afni Reverse. Wir haben noch ein anderes Igamaro. Seht mal, das ist ein anderes Igamaro, seht ihr? Da ist eins und da ist eins. Dann das normale Starmie, was ich eben im Reverse hatte. Geraldine, Magneson Holo. Das war in dem ersten Booster, den ich aufgemacht habe. Da war Magneson Holo drin als Rare. Und ich glaube, Uha Afni Reverse, der war da auch drin. Die Denne. Das ist wieder nur ein Code. Und dann habe ich noch Pygraulon. Okay, und dann haben wir auch noch eine Zusatzkarte. Mewtwo EX, seht ihr? Nummer 163 von 162. Es war nämlich so, erst habe ich gar nicht erkannt, dass es eine Zusatzkarte ist. Ich habe erst gedacht, das wäre einfach nur eine EX Full Art. Das ist ja auch schon gut, aber dann zu Hause, da wollte ich mal gucken, wie viel die wert ist. Und da habe ich auf die Nummer geguckt und da habe ich auf einmal gesehen, 163 von 162. Und da habe ich mich voll gefreut, dass es eine Zusatzkarte ist. Ja Leute, dann sage ich euch auch mal eben die Angriffe von Mewtwo EX Full Art. Also da haben wir einmal Photonwelle, das braucht zwei farblos Energiekarten und macht 30 Schaden. Während des nächsten Zuges deines Gegners wird Schaden, der durch Angriffe des verteidigenden Pokémon zugefügt wird, um 30 Schadenspunkte reduziert, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet werden. Ja, und dann haben wir noch Psychoverbrennung, das macht 120 Schaden und braucht 4 Energien, also zwei farblos und zwei Gift- oder Geistenergiekarten. Ja, jedenfalls, dann packen wir jetzt mal das eine Pack auf hier mit Mega Mewtwo EX, also nee, Mega Mewtwo Y meine ich. Vielleicht ist da ja eine EX-Karte drin oder eine Turbo. Also Matthew hat auch schon ziemlich viele Packs gekauft und da waren auch schon Turbo-Karten und EX-Karten drin. Also er hatte Knogger Turbo, Uha Afni Turbo, Firnantor EX, Mega Mewtwo Y EX, also das ist ja auch der vorne auf dem Booster drauf ist. Und, warte, ich glaube, da war noch eine. Aber die fällt mir jetzt... Ach ja, und Hundemon EX Full Art. Okay, seht mal, da haben wir Dodu, Paras, Sterndu, Mehikel, Bronze. Ist der gerade im Kaufhaus? Oh, Geraldine Reverse, Raichu als Rare, Igastanish,
Landama und Pliprin. Hatten wir den nicht eben schon mal? Ach ja, der war, glaube ich, hier irgendwo dabei. Da seht ihr, da ist Pliprin. Okay, jetzt machen wir hier dazu. Okay, und jetzt packen wir die Latios-Box auf. Also Matthew hat die Hooper-Box, also bei unserem Kindergeschäft-Rabatz, da gab es nämlich drei von den Hooper-Boxen und eine Latios-Box nur. Wahrscheinlich sind die Boxen ziemlich beliebt, da sind die ausverkauft gewesen. Es gab auch Rayquaza-Boxen, aber wo wir da waren die wahrscheinlich schon ausverkauft. Ja, und ich habe dann die Latios-Box gekauft, Matthew eine Hooper-Box. Aber es waren ja erst noch drei Hooper-Boxen übrig, deswegen müssten ja noch zwei andere da sein. Ja, und die waren ziemlich schnell weg und normalerweise kaufen hier bei uns nicht so viele Leute. Seht mal, hier haben wir erstmal die Latios EX-Karte. Da haben wir die Attacke Rasanter Raubzug, macht 40 Schaden und braucht nur eine Energie. Wenn du als Erster am Zug bist, kannst du diesen Angriff während deines ersten Zuges einsetzen. Sanfte Welle macht 110 und braucht 4 Energiekarten. Verhindere alle Effekte von gegnerischen Angriffen, außer Schaden, die diesem Pokémon während des nächsten Zuges deines Gegners zugefügt werden. Okay. Ja. Dann haben wir halt noch den Code. Tinbox. Überirdische Mächte Latios. Ja, und dann die vier Booster. Und wie wir gerade anfangen, sind ja noch keine Karten drin. Wir haben hier wieder die typischen. Oh, diesmal auch XY. Sieht man. Eine von Protoshock, eine von Ewiger Anfang, eine von Fliegende Fäuste und eine von XY. Das hatten wir doch nie. Ich dachte, das ist nur bei den alten Boxen. Machen wir erstmal XY auf. Da habe ich ja schon mal eine Turtok EX voll abgekriegt. Also Garmaville, Froxy, Yorkleth, Ladybug, Parfi, Igamaru Reverse, Tauros als Rare. Oh, Regenbogenenergie, das sieht ganz schön cool aus. Strepoli, Pantymos und noch so ein Code. Okay, dann kommt fliegende Fäuste. Oh, Knackleon, den haben wir doch ganz oft schon. Wirklich nicht so oft wie der Knackleon von Protoshock, den habe ich schon richtig oft. Also Knackleon, Pionscorer, Schnuthelm, Linfu, Minun, oh, Golbit brauche ich noch. Hariyama, Trainingscenter, das brauche ich glaube ich auch noch. Hyperheiler und Valgoras, noch so ein Code. Dann machen wir als nächstes Protoshock auf. Da werde ich die meisten wahrscheinlich schon haben, weil bei Protoshock, da habe ich schon ziemlich viele Karten gekauft. Flamly, Marill, Dewaier, Krebskorps. Wow, Makago Reverse. Sogar eine Half-Art. Cool. Und noch eine Rare dazu. Ja, die Rare ist halt ein Grabbit. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht. Sagnabis und Bisofunk und Sonderbonbon. Bei Sonderbonbon weiß ich nicht genau, ob ich das habe. Okay. Dann kommt als nächstes das Pack von Ewiger Anfang. Pupin's Half-Art, ich glaube, das habe ich noch nicht, aber ganz sicher bin ich jetzt auch nicht. Wurmball? Da ist eine X drin, seht ihr das Glitzern da unten? Relikant, Golgantes, Tanhell,
Porygon 2? Warte, ich gucke jetzt nicht. Mega Despotar! Die hat Nephew auch schon. Und ich habe auch schon Despotar, deswegen, das passt doch. Hornweisel, Hexe, Metang. Ich glaube, Metang habe ich auch noch nicht. Ich habe aber Metang Reverse, meine ich. Ja, okay. Das war's dann schon wieder, ja? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!